Herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal von Michas Modellbauwerkstatt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Und willkommen in meiner bescheidenen Schiffsmodellbauwerft. Denn die nächste Lieferung von unserer RMS Titanic hat mich erreicht. Und die wollte ich gleich natürlich mit euch verbauen. Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht gehabt? Wir haben beim letzten Mal die ersten Aufbauten oder auch Räume auf dem Promenadendeck aufgesetzt gehabt. Heute geht es da natürlich weiter. Wir müssen nämlich noch einen weiteren Raum, den sogenannten Rauchsalon der ersten Klasse, nämlich noch aufsetzen. Dann wollen wir natürlich die letzte LED-Platine noch anschließen. Das Ganze natürlich dann auch noch schön testen. Und zum Schluss den Rumpf noch ein bisschen erweitern. Also, ich würde sagen, ihr kommt jetzt ein bisschen dichter. Und dann geht es los mit den Ausgaben 76 bis 79 von unserer RMS Titanic. Hier haben wir dann jetzt Ausgabe 76 von unserer RMS Titanic und die letzten Aufbauten für unser Promenadendeck, und zwar den Rauchsalon der ersten Klasse, bekommen wir. Wir bekommen wieder weitere Fenster, wir bekommen eine weitere Stützstruktur und auch die letzte LED-Platine für dieses Deck. Das bekommen wir alles. Als allererstes dürfen wir wieder Fenster ringsrum hier einkleben, und die mache ich mal wieder eben schnell hinter der Kamera, denn wie man Fenster einklebt, haben wir ja schon zu oft gesehen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Alle Fenster sind mittlerweile jetzt eingeklebt. Das könnt ihr hier einmal schön sehen. Vom Rauchsalon der ersten Klasse, hier haben wir sie an der Seite. Hier die andere Seite plus hier noch zwei kleine Fensterchen, alles mittlerweile drin. So, was dürfen wir jetzt als nächstes machen? Natürlich dürfen wir jetzt den Rauchsalon auch noch auf dem Promenadendeck anbringen, ist ja logisch. Hier habe ich einmal das Deck, da setzen wir das jetzt so herum, und zwar hier zwischen die Wand von unserer Treppe wird das zwischengeschoben. Und zwar so. Und dann wird das, wie gesagt, mit jeweils einigen Schrauben, und zwar AP-Schrauben sind das, auch noch an diversen Stellen jetzt angeschraubt, wie wir es bei den anderen Aufbauten auch gemacht haben. Und dann sind wir auch gleich, nämlich mit den Aufbauten für unser Promenadendeck soweit fertig. Haben dann alle Aufbauten aufgebaut und drauf geschraubt, so dass wir uns gleich noch unterhalb des Promenadendecks betätigen dürfen, denn wir dürfen gleich nämlich noch ein bisschen was testen. Wir haben ja hier zum Beispiel noch die nächste LED-Platine bekommen gehabt, die letzte, die hier noch fehlt. Und dann haben wir auch noch jede Menge Verbinder und Kabelverbinder gehabt, die wir gleich noch zusammenbauen müssen. Und dann dürfen wir nämlich unsere Licht des Promenadendecks nämlich auch noch mal schön in Funktion testen. Ich gucke, dass das hier auch alles schön einrastet hier.
machen zwar ein bisschen die Schrauben, die das ein bisschen dann in Position drücken. Aber so hin und wieder kann auch mal so ein paar kleine Kanten schon überbleiben und das wollen wir natürlich nicht. Die Schrauben lassen sich auch wirklich sehr, sehr sanft und sehr leicht hier reindrehen. Es geht rucki zuck, wie ihr merkt. Sind auch keine ziemlich langen Schrauben, sondern nur so ein paar etwas kürzere. Aber es funktioniert. Es ist sich so langsam jede einzelne Wand so richtig. Hier sieht man hier zum Beispiel noch einen Spalt. Aber das wird sich jetzt zack. Da ist es schon passiert. Dann gleich mit der Schraube hier. Nämlich auch noch reindrücken. Und ja, so schnell wie ich geschraubt habe, bin ich auch schon wieder fertig. Denn das Deck ist. Der Rauchsalon der ersten Klasse ist jetzt auf dem Deck aufgebaut und als nächstes dürfen wir jetzt nämlich noch diese kleine Stütze hier einsetzen, die nämlich hier hinkommt. Und zwar nehmen wir da auch ein bisschen Sekundenkleber, ein paar Tröpfchen, nehmen uns hier so dran. So, und dann setzen wir die ein. Jetzt muss ich nur gucken, wie rum wir die einsetzen. Also die kurzen. Das kurze Stück nach hinten kommt Richtung Wand und der Rest nach vorne gerichtet. Also so kommt das da in Position gedrückt. Wunderbar. Auch das sitzt. So. Jetzt dürfen wir natürlich noch die LED-Platine auf der Rückseite verbauen. Und zwar an dieser Position. Da fehlt ja noch eine. Da gehört nämlich noch eine hin. Und die soll jetzt wie rum angebracht werden. Nämlich so herum. Kommt die jetzt hier rein. Und da brauchen wir einmal wieder kurz ein bisschen Hilfe. Wir müssen das einmal kurz mal wieder ein bisschen weit zurückdrücken. So. Da sitzt es. Und da sitzt es. Wunderbar. Auch die sitzt jetzt in Position. Und wird natürlich sofort auch noch eingesteckt werden. Und zwar in diesem Port hier. Da kommt die sofort rein. Gesteckt. Ich will nur gucken, wie rum das Ganze. Ja, richtig rum bin ich. Na. Ja, hier ist natürlich ein bisschen der Decksübergang ein bisschen im Weg, um das da reinzuschieben. Kurz ein bisschen mit der Pinzette vielleicht noch ein bisschen arbeiten. So. Und dann ist auch das Kabel in Position eingesteckt worden. Und wir dürfen jetzt weitere Kabel, die wir bekommen hatten, das waren ja insgesamt 3 Stück. Hier haben wir sie. Jetzt dürfen wir die auch noch verbinden. Ich habe hier insgesamt 4, aber wir haben glaube ich nur 3 Z. Wieso habe ich jetzt insgesamt 4? Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Ja, wir brauchen auch 4. Tatsächlich, 4 Stück brauchen wir. Wie kam ich denn jetzt auf 3? So, wir dürfen nämlich jetzt einmal hier ansetzen, wenn ich das richtig sehe, und nach dahin gehen. Okay, das heißt also einmal ein Kabel. Kabel Z wird hier eingesetzt, geht dann um die Treppe herum, soll die dann gehen, soll das gehen, so, und geht dann da rein.
sehr widerspenstig hier gerade. So. Ja, muss mal aufpassen, das Kabel auch wirklich tatsächlich da so rumliegt. So. Das haben wir gemacht. Jetzt geht's weiter. Muss ich das Ganze ein bisschen weiter nach vorne schieben, dass ihr das auch weiter verfolgen könnt. Denn jetzt sollen wir nämlich das nächste Kabel, und zwar sollen wir das, das ist ein bisschen verwirrend, auf der Seite, soll ich jetzt tatsächlich hier dran gehen, ja, kommt nämlich hier jetzt eins zwischen. Da rein. Und hier rein. So. Das hätten wir auch. Und dann haben wir noch ein weiteres Kabel, das wir anbauen sollen. Und zwar kommt das hier hinten hin. Das ist aber ein anderes Setkabel, oder? Das ist ziemlich kurz. Ich glaube, ne, die sind eigentlich relativ alle gleich lang. Manchmal sind sie ziemlich ein bisschen kürzer. Kommt mir zumindest so vor. So, da schieben wir das ein. Und das kommt dann, seht ihr jetzt gar nicht mehr. Nochmal weiter rübersetzen hier. Das kommt dann hier hin. So. So, dann haben wir die ganzen Kabel alle verkabelt. Und jetzt dürfen wir wieder an diesem Port, nämlich unsere Beleuchtung, testen, bevor wir dann das letzte Kabel gleich einsetzen dürfen. Und zwar kommt die hier dran. Und da seht ihr schon, ich habe gar nicht ausgeschaltet. Es geht alles an. Wunderbar. Hervorragend funktioniert das. Ich lasse das mal einmal kurz hier ein bisschen bei euch durchschweben. Da seht ihr es, da vorne ist, hier ist die erste der LED-Platine, die zweite, da habt ihr die dritte, die vierte und ganz hinten noch die kleine. Alle funktionieren einwandfrei. Wunderbar. Jetzt ziehen wir das Kabel nämlich hier wieder raus. Vorsichtig. Und da sollen wir nämlich jetzt nämlich zum Schluss, glaube ich, dieses letzte Kabel nämlich hier einsetzen. Meine ich. Zumindest sehe ich das hier auf dem Bild, dass da eins eingesetzt werden soll, das 75. Achso, nee, gar nicht. Okay, das bleibt dann erstmal noch über. Also auf jeden Fall sind wir erstmal fertig mit Ausgabe 76 und kommen dann jetzt zur Ausgabe 77. In der Ausgabe 77 geht es dann mal wieder mit dem Rumpf weiter. Wir bekommen eine weitere Rumpfplatte, zwei Unterlegscheiben und dazu auch noch zwei Schrauben. Also nicht ganz so viel zu tun. Das heißt, wir dürfen den Rumpf jetzt mal wieder ein bisschen erweitern und den hole ich doch mal, den schiebe ich mal hier so schon rein. Und dann kommt die ganze Geschichte nämlich an dieser Stelle hier dran. Gesetzt. So. Und wird dann mit einer Schraube versehen. Das heißt, wir nehmen uns hier eine Schraube. Nehmen uns wieder unseren Spezialschlüssel, den wir hier haben. Müssen wir den nur vorsichtig
einmal aufsetzen, dass das Ganze auch das reindreht. So. Ja, dreht. Dreht auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Na, ist noch nicht ganz fest. Noch nicht ganz fest. Vielleicht sollte ich jetzt mal ein bisschen mit. Der Hebelkraft arbeiten. Ne? Ja, besser wäre es doch, vielleicht auf die Seite zu legen. Dann kann ich das auch ein bisschen besser schrauben. So. Geht doch dann viel einfacher. So. Und dann ist nämlich auch tatsächlich schon schneller fest als erwartet. Wunderbar. Die Rumpfplatte ist angebracht und ihr werdet es kaum glauben, aber das war dann tatsächlich alles für Ausgabe 77. Gucken wir doch mal, was in der 78 ist. Und auch hier geht es weiter mit der Ausgabe 78 am Rumpf. Wir bekommen eine weitere Rumpfplatte und zwar das obere Teil des Rumpfes von dem, was wir gerade angebracht haben. Dazu wieder Unterlegscheiben und jede Menge Schrauben, also das Heft benötige ich nicht. Die Mutter lege ich mal einmal kurz hier oben mir beiseite ab. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, diese Unterlegscheiben sehe ich jetzt zum ersten Mal beim Rumpf. In dem vorderen Bereich haben wir doch, glaube ich, gar keine angebracht. Warum sollen wir da jetzt welche anbringen? Oder es ist bei mir schon so lange her, dass ich am Rumpf gearbeitet habe, dass ich das schon mittlerweile wieder vergessen habe, dass ich da welche eingesetzt habe. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das jetzt da so reinkriegen. Kriegen wir. Und jetzt legen wir uns das am besten sofort nämlich so hin. Denn wir dürfen nämlich jetzt wieder Unterlegscheibe plus eine Schraube uns hier nehmen. Und das Ganze nehme ich hoch. Jetzt fällt es mir unter. Und fällt auch noch raus. Eieieiei. So, das haben wir wieder dran. Und dann setzen wir das Ganze doch hier wieder ein. So. Wir müssen aufpassen, dass die Unterlegscheibe nicht wieder uns sich von dannen macht. Ja, jetzt stört hier allerdings die Halterung. Das heißt, wir müssen jetzt einmal so drehen. Also den am besten hochkant nehmen. Und dann die Schraube reindrehen. Wunderbar, auch die sitzt drin. Wir nehmen uns die nächste Schraube mit der nächsten Unterlegscheibe. Da ziehen wir uns hier so schön drauf, ja, wenn das so einfach drauf bleiben würde, dann wäre das wunderbar. Tut es nämlich nicht. Ah, komm. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das wieder so geht, dass ich das im Kreis drehen kann. Na, dazu muss aber auch die Schraube in dem Loch sitzen. Und das tut sie hier bei Welt noch nicht. Irgendwie. Jetzt hat sie gepackt. Aber jetzt ist die Unterlegscheibe rausgefallen, sehe ich hier. Das ist auch nicht in Ordnung. Also, ich werde das jetzt gleich mal anders probieren. Ich werde das jetzt mal so machen, die Unterlegscheibe hier drauf platzieren und dann werde ich die mal hier ansetzen, die Schraube, und dann gucken, ob wir das so hier schneller hinkriegen. Tatsache,
Das geht doch deutlich besser. Zumindest die ersten Meter. Und dann können wir ja hier, um das richtig festzuziehen, auch noch ein bisschen quer einsetzen. Wunderbar. Die haben wir drin. Nehmen wir uns die nächste Unterlegscheibe, platzieren die uns hier drauf, nehmen uns die nächste Schraube. Und durch mein ganzes Rumgeruckel ist jetzt das Ganze ein bisschen nach oben verrutscht. So. Schraube ist gleich schon fest. So ein bisschen, so langsam wird hier auch mein Schraubenschlüssel schon ein bisschen rund. Das wäre natürlich sehr übel, weil wir haben noch sehr viele Rumpfteile, die wir mal bekommen werden. So, dann haben wir jetzt auch gleich das angeschraubt. Jawohl. Und somit ist der Rumpf auf der Seite tatsächlich schon wieder ein bisschen gewachsen. Das könnt ihr hier auf der Seite, hier von der Seite nämlich schön sehen. Der Rumpf ist wieder auf der Seite ein Stück gewachsen. Wir sind fertig mit der Ausgabe 78, kommen dann jetzt zu 79 und ratet mal, was wir darin bekommen. Ja, in Ausgabe 79, wer hätte es erwartet? Und da habt ihr bestimmt alle richtig gelegen. Wir bekommen die andere Seite vom Rumpf, nämlich das untere Teil davon, bekommen wir in der 79. Und ich wette, in der 80 werden wir dann das obere Teil davon bekommen. Da würde ich sogar alles drauf verwetten. Also, wir bekommen wieder zwei Unterlegscheiben und auch Schrauben. Was ich schön finde, ist, dass wir Unterlegscheiben zwei Stück hier haben, brauchen aber nur eine. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt von beiden Baufasen schon hier zwei Reserve liegen. Und dann kommt jetzt noch eine dritte dazu. Das ist ja gut und schön, dass man davon Sachen hat, aber wie zum Beispiel von den Fenstern. Da haben wir immer genau hier, da seht ihr, hier ist nochmal der Rahmen von den Fenstern, genau bis auf das letzte Fenster und keins als Reserve. Das sollte man vielleicht auch mal machen, weil das nämlich auch solche Teile sind, die gerne von der Pinzette gerne mal wegspringen und dann ins Nirvana verschwinden, als so Unterlegscheiben, die man ja im Endeffekt gar nicht mit der Pinzette großartig hält. Habt ihr ja gesehen, ich lege die einfach auf und schraube die dann fest. Nur mal so als kleiner Tipp an die Hersteller, so Kleinteile wie zum Beispiel so kleine Rohre oder so, wie bei der U96, was mir zum Beispiel abgehauen ist, das Teil davon vielleicht mal ein bisschen Ersatz beizutun, dann funktioniert das. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das jetzt hochkant mache, na, ich kann das mal hochkant machen hier, dann seht ihr nichts, was ich hier drunter tue. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Deswegen muss ich das jetzt mir einmal so hier hinstellen, damit ihr auch was sehen könnt, obwohl, wie gesagt, das ist ja dasselbe, was ihr in Ausgabe 76 schon gesehen habt. Ist ja großartig nichts anderes, was ich jetzt hier mache, als diese eine Schraube hier reinzusetzen. Ja, da muss ich gucken, dass ich jetzt richtig treffe. Sofort auf Anhieb, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Die Schraube ist sofort in Position gegangen. Und jetzt kann ich das hier so schön ein bisschen drehen. Und dann kann ich das nämlich schön festziehen. Allerdings ist es natürlich sehr umständlich, als wenn ich mir das jetzt hier hinlegen würde. Und das mache ich jetzt auch mal kurz. Und das Ganze dann einmal
hier so durchdrehe. Aber wie gesagt, scheint so, als wäre die Seite nämlich schon ein bisschen rund geschraubt, denn das ist nämlich noch relativ locker. Das ist relativ locker. Allerdings lässt sich die Schraube komischerweise nicht mehr reindrehen. Ich weiß nicht warum. Die Unterlegscheibe ist runter, aber es wabbelt trotzdem ein bisschen noch herum. Da habe ich jetzt keine Idee, woran das liegt. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch genauso gewesen ist, dass die Schraube vielleicht hier ein bisschen zu locker ist. Ansonsten muss ich gucken, dass ich das mal jetzt später hinter der Kamera noch ein bisschen nacharbeiten tue. Und damit sind wir tatsächlich fertig mit Ausgabe Nummer 79 und der nächsten Lieferung der Titanic. So, das waren sie dann tatsächlich schon wieder, die nächsten vier Ausgaben von unserer Titanic. Richtig schnell ging das heute. Naja, wenn man auch drei Ausgaben Rumpf hat, jeweils mit ein oder drei Schrauben, dann geht das auch relativ fix. Stichwort Rumpf. Hier haben wir ihn, unseren Rumpf, mittlerweile doch schon ordentlich lang geworden, das Teil. Und da fehlt, wie gesagt, noch eine Hälfte. Ich schätze mal, das wird dann in Ausgabe 80 kommen. Das Teil hier an der Seite, was bei mir noch locker war, ist mittlerweile auch fest. Ich habe die Schraube ausgetauscht. Die war ein bisschen rund gedreht und hielt überhaupt nicht mehr. Gott sei Dank hat man ja ein paar Ersatzschrauben. Aber wir haben ja nicht nur das gemacht, sondern wir haben ja was viel Wichtigeres gemacht. Das Promenadendeck hat jetzt seinen letzten Raum bekommen und ist damit jetzt vollständig. Und ich habe es mal wieder aufs Bootsdeck, nämlich oben aufgesetzt gehabt. So sieht das Ganze aus. Und wem es aufgefallen ist, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen in der Bauphase, der hat gemerkt, dass ich den zweite Stütze vergessen habe. Bin ganz ehrlich, das habe ich erst bemerkt, als ich das Video von Patrick gesehen habe. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und tatsächlich die zweite Stütze hatte sich noch in meinem Beutelchen verirrt gehabt. Wie geht es denn beim nächsten Mal weiter bei der Titanic? Natürlich mit dem Rumpf, ist ja klar. Und wir fangen dann mit dem B-Deck an. Und bei dem B-Deck hat es folgendes. Wir bekommen hier an der Seite nämlich die ersten Seitenwände. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu Titanic haben solltet oder Kritiken, schreibt sie mir wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich noch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, den Daumen nach oben drückt und die Glocke bimmelt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.